願いします。お願いします。So, trotz dem Streit ganz glücklich, dass es ganz gut geklappt ist und deswegen können wir froh sein, dass ich nicht richtig platschig bin wegen dem Streit. Jetzt zwar platschig, aber das hat irgendwie nichts zu tun. Zum anderen, ich sage euch noch einmal, dem Jürgen und seinem Mann hier danken, dass sie wieder die Ausrichtung aufgenommen haben. Und das finde ich also für eine sehr schöne Geste, dass man also dann Gastgeber ist für so ein Seminar. Wir haben ja jetzt eine Japanreise in uns gehabt, die natürlich aus unterschiedlicher Sicht natürlich äußerst interessant war, weil wir uns natürlich auf dieser Reise durch Japan ein bisschen auf den Spuren des Begründers waren. Nämlich wir haben Ayabe aufgesucht, den Ort, der praktisch der Sitz der Onitokyo-Sekte ist. Und dort hat der Osensei sehr einige Jahre zugebracht. Und von dort her hat er die Impulse aufgenommen, dass er dann später darüber nachgedacht hat, was er denn da tut mit den Kampfkünsten, die er bisher kennengelernt hat. Und daraus ist also praktisch so, dass Ayabe die eigentliche Geburtsstätte des Aikido ist für den Osensei. Wir hatten also dort natürlich tolle Begegnungen, einmal mit Shiki Iwatani-Sensei, ein hochgraduierter Aikidoka, der noch unter Osensei lange Jahre noch praktizieren konnte. Das war also sehr, sehr interessant, ihm zu begegnen. Und das, was wir da zu erleben haben, habe ich dann also praktisch ein bisschen hier mit eingebracht. In Japan ist es also Brauch, dass man also praktisch ein Zentrum hat, auf das man sich ausrichtet. Und das war dem Osensei bewusst. Deswegen gibt es in Iwana nicht nur das Dojo, sondern es gibt den Aiki-Schrein. Weil er gesagt hat, eine gute Disziplin braucht ihr geistiges Zentrum. Und das muss man also auch sichtbar machen. Und das sieht aus wie ein Shinto-Schrein. Und dieser Shinto-Schrein hat dann die Eigenschaft, dort richtet man sich nach den spirituellen, nach den geistigen Aspekten der Disziplin aus. Die kommen ein bisschen bei uns nicht ganz so mit. Das zeigt sich dann in vielen Dingen, wie wir reagieren. Und das ist in Japan ganz schwierig. Setzt euch mal ruhig hin, mal mit euch reden. Immer so, wenn man eine Reise tut, dann kann man sich auch hier sehen. Deswegen findet also auch in Iwana einmal im Jahr die Totengedenkfeier für Osensei, also auch für Tishamuna, dem zweiten Dojo, in dieser in Aikishan statt. Da kommen dann Shinto-Priester bzw. Priester der Onitokyo-Sekte, die dann praktisch diese Zeremonie durchführen. Und dann hat sich so der Brauch eingerichtet, diese Zentren kann man praktisch, die spirituelle Energie dieses Zentrums kann man weitergeben. Indem man also praktisch ein Käferchen empfängt, das also einige Zeit dort im Schrein lag. Und ich habe also so einen Schrein hier, das dürfte dann hier Jürgen und seine Mann sehen, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt mitgebracht habe und das habe ich so niedergelegt. Das ist praktisch die Präsenz des Aiki-Schrein von Iwana hier in dieser Stelle, an diesem Ort. Das ist für uns etwas ungewöhnlich, aber ich dachte, ein bisschen gibt es dann so einen Zentralisierungspunkt hier in der Gruppe oder hier bei Prüfungen, dass wir wissen, wir tun nicht nur etwas Körperliches, sondern wir tun etwas mehr. Wir tun das, was uns als Menschen austrägt, nämlich als Geistträger, als Gefäß, in die etwas ganz Besonderes eingegossen ist. Euer Körper ist nur das Gefäß da drin. Das Gefäß muss also auch der geistigen Potenz entsprechen. Wenn wir sehen, zum Beispiel in religiösen Gemeinschaften, in der christlichen Tradition, da gibt es dann den Kelch und die Kabine, wo Brot und Wein dargebracht wird. Und dann nehmen wir ganz edle Metalle. Wie gehen wir mit unserem Körper um? Machen wir das auch so? Den misshandeln wir ganz kriminell. Aber euer Körper ist ein Gefäß, in das etwas ganz Wesentliches hinein. Und Aikido ist etwas, die beiden. Das Gefäß mit dem Inhalt wirklich in Einklang zu bringen. Das ist der Hintergrund der ganzen Übung, die wir haben. Nicht die Menge der Technik. Die Technik ist nur das Vehikel, dorthin zu kommen. Und je besser ich dieses Vehikel handhabe, umso besser kann sich das in mir entwickeln und entfalten. Und das ist der Hintergrund. Das Bemühen zum Perfektion. Und daran wollen wir in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, daran arbeiten. Würden Sie sagen. Ich lasse dich das los. Okay, ich bin immer dran. Und dann
kann er halt ein bisschen wach sein, wenn er hier spürt, seinen Griff. Und dann merkt er, wenn er hier führt, nimmt diese Kraft hier, der kommt zu. Er spürt es auch, wie jetzt hier praktisch seine Kraft sich wirklich manifestiert. Und ich kann praktisch das auflösen, indem ich einen alten Energiekreislauf zusammenbringe. Jetzt hat sein Körper bereits reagiert. Und dann gehe ich einfach so weiter. Das heißt also, Energiepunkt, mache ich deckungsgleich. Und damit schließe ich einen Energiekreislauf. Das kommt also auch davon, wenn ich das Schwert hier führe und ich mache die Hände auf, sind die eigentlich automatisch hintereinander. Und im Schwert, seht ihr, im Griff sind so kleine Figürchen drin oder so irgendwas, sogenannte Menuki. Wenn ich jetzt meine Hand zumache, entsteht hier nämlich so ein Hohlraum. Das heißt, der Griff ist gar nicht optimal, sondern ich habe nur eigentlich an den Kanten der Hand gekommen. Normalerweise im Schwert schiebe ich jetzt diese Figürchen so, dass sie auf meine Handgröße passen, damit ich dann praktisch diesen Hohlraum ausfülle, um hier den optimalen Kontakt herzustellen. Und für uns ist es nicht weiter so wichtig, als dass wir mal lernen, nicht so sehr hier den Körper zu sehen und das zu erzwingen, sondern dass ich seine Energie spüre und mit seiner Energie dann, ich bin jetzt hier in meinem eigenen Energiekreislauf und ich nehme seine Energie in diesen Kreislauf hinein. Und dann ist plötzlich dieser Druck, das was wir hier spüren von seiner Kraft, ist das wie weggerischt. Das wird sich nicht so sehr aufs Gleiche, ich bin mit meinem Kreislauf. Aber ich verändere seine Richtung nicht. Sondern seine Richtung war da und kann später. Also nicht hier, was sehr viel leichter kann man. Das geht gar nicht mehr. Das heißt, ich nehme keine Linie zu ihm ein. In dem Moment nehme ich eine Kampfposition ein. Und dann kämpfe ich mir nicht an. Weil in dem Moment, wo ich seine Linie akzeptiere, mich in seine Linie einlüge, dann kann ich seine Kraft fühlen. Also, der Antrieb zwischen der Qualität des Antriebs und der Qualität der Technik ist ein enger Zusammenhang. Wenn ich nur so mit dem Hals nach Hause tief von einem Fisch ankomme, dann wird meine Technik genauso sein. Und das ist so ein bisschen unser generelles Problem in Aikido. Wir sind alle ganz friedfertige Leute, wir haben es mit den Handgriffen, also mit dieser offensiven Struktur nicht so. Den Fluss der Bewegung allerdings sollte ich nicht mehr, seine Bewegung ist dorthin, also finde ich mich hier komplett ein. Dann gibt es hier keinen Schichtstand. Auch deswegen, wo man das mal passiert. Einatmen und aus. Ein und weg. Das muss ganz einfach erfolgen. Wenn es nicht schwierig wird. Schaut, ein Bogenschütze, der legt nicht sein Pfeil direkt auf die Pfeil, aber mit Pfeil und mit dem Dings ein. Das ist also Bogenschießen, wenn ich das will, wenn das den Pfeil gibt. Also ich spreche jetzt aus japanischer Erfahrung. Solange ich den Pfeil hier drauf habe, hier entscheide ich, ob ich treffe oder nicht. Ein Millimeter Ungenauigkeit wird das Pfeil nicht unbedingt. Das heißt, das Kind hat bei uns im Archiv genauso. Wenn meine Technik nicht 100% ausgeht, wird es nur ein Fragezeichen versinkt sein. Und das ist also das Bemühen, Perfektion hat, wie auch, das ist wirklich.
2. Das heißt, ich habe ja ARD und nutze es halt. Ich nehme mich wieder mal einen Energiepunkt und jetzt schleudere ich nach vorne. Kräftig fassen und wenn er merkt, ich schaffe das nicht ganz, oder mein Partner schafft das nicht, dann lasse ich etwa 50% nach. Und dann merkt, er kann es, dann kann er wieder ein bisschen zugeben, nicht zu viel. Und nicht wie das teilweise in Warmer ist, da machen die ja hier, wenn die Australier da sind, sind die Hammerschmiede. Also und hier, ich bin ganz locker. Relax. Bezogen auf seinen Fußball. Das ist ganz wichtig, weil dann kann ich ihn in alle möglichen Richtungen führen. Jetzt im Moment. Nicht mehr. Das reicht, damit ich frei bin. Nicht weiter. Hier ist Ende. Sondern ist etwas, wo wir lernen sollen, nämlich richtig zu reagieren und nicht falsch. Und wenn uns jemand attackiert oder festhält, dann spüren wir, der hält uns fest. Vielleicht uns dann zu attackieren. Und dann, nach unserer sonstigen Gepflogenheit in Aikido, haben wir dann unsere Probleme, weil wir erwarten sehr, zu uns kommen. Da, ja. Es geht blitzschnell. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich mich nicht irritieren lasse und ich soll ruhig denn mal diesen Griff spüren. Nicht so feist da an, nur zu singen und runzen, ne, um da rauszukommen. Das ist so eine natürliche Reaktion. Aber wenn ich ein bisschen geübt bin, kann ich nur in die Richtung werfen. Da habe ich also, bin ich offen. Keine Kontroverse, Body Power gegen Body Power, sondern ich versuche den Fluss seiner Energien für mich nutzbar zu machen. Aber zunächst geht es darum, dass ich mich nicht irritieren lasse. Und das ist der tiefere Sinn, Morote Toritokinage. Wo wird mich die angreifende Kraft hinführen? Zunächst ist das eine statische Form, wie ich spüre das. Und jetzt kann ich sehen, was ich will. Weil der Griff hier ist wie ein Widerlauf. Wenn ich vorher stehe, dann geht es nämlich zu. Dann geht es nämlich zu, wenn ich anziehe. Aber wenn ich hier eine Schrägposition nehme, und jetzt kann ich mit, indem ich nur mein Zentrum absenke, meinen Arm ganz locker halte, geht der Arm ganz automatisch in diese Position. Und dann nehme ich den vorderen Fuß, der geht nur so weit, bis ich zum halben Fuß nehmen konnte. Gehe ich zu weit nach hinten, habe ich ja wieder, baue ich Widerstand auf. Da kann er mich richtig blocken. Also nicht zu viel machen, sondern richtig machen. Das richtig machen besteht daran, dass ich mich aus dem halben Fuß, nur einen halben Fuß, und dann drehe ich von meiner Hand vor seiner Linie in meine Linie rein. Das heißt, seine Angriffslinie, und das ist meine Verteidigungslinie. Da habe ich ihn jetzt hier reingebracht. Und jetzt kann ich hier hochgehen. Und von hier aus, den rückwärtigen Fuß setze ich jetzt genau zwischen seine Beine. Und dann brauche ich die. Warum diese Liste? Ja, von der Achse, die liegt hier oben und endet genau zwischen seinen Beinen. Und das ist seine innere Achse, und die kann ich ihn sehr leicht springen. Wenn ich aufpasse von seiner Achse, kann er jetzt ganz gut kommen. Aber wenn ich den Fuß reinsetze, dann mit dem Endpunkt seiner inneren Achse. Also Aikido ist ein ganz cleveres System, wo jede einzelne Details richtig ausgearbeitet sind. Leute, denkt dran, seit 800 Jahren haben die Samurai daran rumgeübt.
zu älteste Disziplin. Das ist also nicht etwas absolut Neues. Und die haben natürlich, dort geht es um Leben und Tod. Und da musste man sich optimal verteidigen können. Und das sollte uns bewusst sein. Optimal verteidigen, wir können uns nur verteidigen. Wir haben keine Angriffstechniken. Und da muss es perfekt sein. Angriffe, und das seht ihr bei den Karateka, das machen ein Geist Doppeltreffer. Und wenn er da so ein Versierten mal zufälligerweise stößt, dann kann das ganz bestimmt böse aussehen. Aber wir sind ganz gut. Also deswegen machen wir die Detail. Jetzt sind wir auf 45 Grad. Senken wir ein Sendermat, 1. Halber Fuß von ihm, die ich lasse. Dann drehe ich in meine Hand, aus seiner Hand in meine Verteidigungslinie. Dann nehme ich hoch, das ist ein Schwert. Ich lasse mich nicht damit fest. Nicht die Hände, sondern ich führe das Schwert. Guck, 1. Jetzt setze ich meine Füße zwischen seine Beine. Das ist ganz wichtig, man soll sie mindestens 10 Minuten vor ihrem Training machen. Sie beinhalten die Essenz des Aikido. Die richtige Position, ohne großen eigenen Aufwand, optimal zu erreichen und die Kraft des Partners zu nutzen. Das ist immer noch Übungsebene. Kiwanwasa, da kann man sich Zeit lassen, da kann ich schauen, weil jeder von uns hat seine ganz eigene Struktur. Jeder von uns ist ein Unikat. Das ist damit begründet, Rumpf, Arm und Beinhänge sind bei jedem von uns verschieden. Und dieses Zusammenwirken, das ist unser Instrumentarium, das wir haben, das müssen wir richtig draufkriegen. Ja? Und wir müssen auch lernen, mit beiden Händen zu arbeiten. Auch das Schwert kann ich dann optimal führen, wenn ich es mit beiden Händen führe. Und diese Erkenntnis hat sich natürlich niedergeschlagen. Natürlich kann ich mit einer Hand arbeiten. Aber das ist wie mit dem Klavierspielen auch. Wenn ich mit einer Hand kann ich auch blinden, hört sich teilweise ganz schlecht an. Aber es wird komplett anders, wenn beide Hände hier zum Tragen kommen. Und so ist es also auch in den Techniken. Weil einfach, wenn ich es mit beiden Händen tue, bin ich in mir selber viel karrierer. Wenn ihr das seht, wenn jemand so vom Berg geht, von so Berg geht, auf so einem Seil in die Anmarschierung, hat er eine Balance-Stange. Die hat er nicht am Körper, sondern die hat er genau in der Mitte vor sich. Und dann kann er dort aktarieren. Das heißt also genau hier, und ich muss also ein Gespür bekommen für meinen stabilen Punkt. Das ist auch hier mit verbunden. Solange ich in meinem stabilen Punkt drin bin, kann man gar nicht viel passieren. Aber das müssen wir lernen. Und für uns ist das sowieso wichtig, weil wir zu sehr analytisch denken und vergessen, dass unser Körper so ein bisschen zu seinem eigenen Willen hat. Und das müssen wir zusammenbringen. Körper und Geist, dass die optimal kooperieren. Und dann werden wir zu dem, was wir sein sollten. Eine ganze Person. Ein Stück Körper, ein Stück Geist, die dann immer irgendwie miteinander versuchen auszukommen, das funktioniert dann meistens nicht. So. Und das Ganze jetzt nehmen wir das auf an der Hand. Jetzt nochmal, jetzt nicht, was passiert, dass man die Hände gerade hält. Wenn man am Tisch so sitzt und wollt wissen, dann doch mal, was macht ihr, macht es das? Japaner machen keine Akrobatik. Die schauen nur, wie funktioniert unsere Anatomie und wie kann ich die optimal nutzen. Und wenn ich am Tisch sitze, schreibe oder was arbeite oder esse, mache ich das mit dieser Position. Und dann gewinnen plötzlich Arme und Hände die Struktur einer dreidimensionalen Bewegung. Und das ist optimal. Das müssen wir perfektionieren. Da gehören auch axiale Drehungen dazu. Wenn ich das raushabe, kann ich dann mit allen Händen arbeiten. Und das schiebt sich dann mit dem Ja, okay. Lebendig zu werden, wenn ich diese Grundzüge ein bisschen verändert habe. Also, wir nehmen auf. 1. Wir nehmen auf. 1. Einatmen und aus. Weiters dazu freue ich mich zu euch. Wenn es
hier aufnehmen und jetzt habe ich sowieso schon verloren, das hat er nicht. Und dann legt die Hand im Hintergrund. Das ist nicht die Musik. Aber wenn ich mich wieder bewege hier, mein Hand drüber, verliert er die Balance. Wir haben partiale Möglichkeiten und die fließen natürlich dann in den gesamten Mittelbereichen ein. Was? Ja, mit euren Armen dann hätten mehr tun, als ihr gewöhnlich denkt. Das ist ein bisschen unser Problem, dass wir an der Peripherie eigentlich gar nicht richtig da sind. Wir machen dann zwar irgendwas, aber wir sind nicht da. Deswegen vorhin unsere Übung, dass wir uns mal auf die Handpunkte konzentriert haben. Und dass wir uns auf hier, uns auf die Handpunkte, die Hände arbeiten zusammen. Dadurch gewinnt das Ganze erst eine bestimmte Mächtigkeit. Plötzlich bündeln, auf einen ganz kleinen Punkt bringen zum Optimieren. Aber die ganzen Elemente von Händen, Armen und Positionen. Dann möchte ich jetzt nochmal so ganz traditionell vertane lassen. Wie gesagt, insgesamt zunächst einmal grob gesehen haben wir zwei Technikgruppen. Nadirwasser und Kapitalwasser, also Bodenverhebungen und Ruhrformen. Da gibt es noch eine dritte Ebene, die Kopionadirform. Die brauchen wir dann, vor allen Dingen, wenn wir ins Andorre hineingehen oder Shiurasa. Weil dort kann ich nicht mehr groß Verhebungen brauchen und ich kann auch nicht viele Arbeit an, nicht am Körper brauchen. Da muss ich also praktisch, wenn ich mit mehreren zu tun habe, muss ich plötzlich das ganze System etwas anders einsetzen. Das müssen wir darüber im Plan sein. Solange ich einen Angreifer habe, kann ich also unheimlich viele Dinge tun. Und die breite Palette sollten wir auch zunächst anvisieren. Aber ich soll mir bewusst sein, dass ich, wenn ich es mit mehreren zu tun habe, das System verändern muss. Und das ist also dann das, was ein Aikidoka ausmacht, dass der blitzschnell reagieren kann. Ich habe vor einiger Zeit mit Leuten der evangelischen Kirche, war ganz interessant, so die mittlere Führungsgruppe, so Röpste und Dekan, das sind ja Leute, die sind ja alles hochschulgebildet und sind ja so viel von Wortverkündigung her. Und dann haben die gesagt, ja, da gibt es auch den Polizeigriff. Ich habe gesagt, ja, kenne ich zwar auch, aber mal so, wie ich mal jemanden hatte, das hat ihm gar nichts genutzt. Der so viel berühmte Polizeigriff, der ist gar nicht stark. Da kann man sich so schnell rausmogeln. Das ist so schnell gegangen, dass die ganz verdutzt waren. Also das heißt, im Laufe der Zeit kriegt man ein Gespür dafür, und das hat mit Moratori Kogunaga zu tun, dass wir darauf reagieren, wo führt mich die angreifende Kraft hin. Also folge ich dieser Spur und gehe nicht dagegen. Und das ist so etwas, was wir auch nicht wollen, sondern spüren sollen, wo geht es denn hin? Dann gehen wir dahin. Wenn der Angreifer dahin geht, dann gehen wir mit ihm. Nicht so, was fällt dem ein, mich anzugreifen? Was fällt dem ein, er hat mich jetzt angegriffen. Ich sage, ja, kommt morgen, dann können wir da. Der hat mich jetzt angegriffen. Also da funktionieren die allgemeinen üblichen Vorstellungen, die funktionieren da nicht. Und wenn man dann so ein Schüler sagt, ja, dann diskutiere ich mit dem, der hat ihm gleich eine auf die Nase, da gibt es nicht mehr zu diskutieren. Das sind also blöde Vorstellungen, die hinten und vorne nicht funktionieren. Ich muss reagieren und in der rechten Weise reagieren. Und dann verschaffe ich mir darüber eben Respekt. Das ist der Punkt, um den es geht. Geht mal. Soll ich immer noch nicht abknien? Deswegen innere Knie, äußere Knie und dann weg. Und also man hat natürlich sicher am Anfang zu hören, natürlich große Schwierigkeiten, weil da gibt es sehr viele Positionen, wie ich zum Partner stehen soll, und hier ist ein Ellenbogen hin und dann greife ich zu.
Und es gibt natürlich zwei Ebenen. Das ist einmal die mechanische Ebene, die sich nur mit den körperlichen Abläufen beschäftigt. Und die nächste ist natürlich dann die Perfektionierung der Übung, wo es dann nur aus der Bewegung kommt, wo ich ganz schnell reagieren muss. Aber da muss alles stimmig sein. Da kann ich mir nicht die geringste Unsauberkeit erlauben. Sonst bin ich tot. Man steht auf seinem Grabstein, hat eine schöne Technik gemacht, das hat ihm bloß nichts genutzt. Er ist in Schönheit gestorben. Das darf nicht der Parameter sein. Die Schönheit der Technik kommt dadurch, dass die Inhalte absolut perfekt sind. Und wenn ich zur Seite gehe, gehe ich nicht auf ihn zu. Genau. Dann habe ich die Distanz verloren. Und Distanz ist nämlich das Nächste, was zum Alt, was ich lernen muss. Ich habe vorhin noch nichts gesagt, wo wir keine Hände, keine Hände gemacht haben. Da stehen wir alle zu nah. Aber dann kann er gleich zuschauen. Also wir müssen immer die richtige Distanz. Was ist richtige Distanz? Was ist das? Wenn sich die Stärke in der Hand unternimmt, dann haben wir hier eine bestimmte Distanz. Das heißt, wenn er mich treffen will, muss er einen Schritt vorwärts machen. Genau. Ja? Dann erst ist es richtig und das muss ich mir richtig einbringen. Wenn diese Distanz überschritten wird, muss ich reagieren. Und dann schon mit sich. Entweder stelle ich die Distanz her. Oder ich gehe in den Technikbereich hinein, in die Situation. Die Distanz ist für mich der Bereich, der mir Überleben garantiert. Aus der Distanz gehe ich zur Seite. Ihr seht, da hat es schon was anderes, dein Körper mit. Wenn ich sie nach lang bin, geht zur Seite, tut sich hier gar nichts. Da steht er ganz stabil. Ganz richtig gezeigt. Das ist also aus der richtigen Distanz. Jetzt steht er schon ganz anders da. Und aus jeder Distanz heraus öffnen sich immer mehr, ich kann ihn jetzt auch hier beeinflussen. Wenn es notwendig sein soll. Ich gehe von hier aus nur zur Seite, oder eben zur Seite, sondern ich drehe ein bisschen. Dann kommt seine Handfläche nach oben und ich kann hier besser anfangen. Und dann kommt das nächste, dass mit dem Ellenbogen auf den Partner zufliegen. Das heißt, ich entlasse seinen Fuß und jetzt kann man natürlich auch wegmaschen. Ich muss den Fuß belasten, aber nicht entlasten. Scheiße ist das! Einen Meter auf einen Meter machen, dann habe ich auch einen großen Vorteil, den man auch im Training nutzen kann. Wenn ich meine Fußarbeit richtig perfektionieren will, kann ich das nutzen. Ich gehe mit meinem Fuß hier auf diese Maßstellung. Das eben, ich gehe hier auf dieser Linie, das ist meine ganze Fußarbeit zunächst. Ich gehe also nicht von diesem nach vorn oder zurück, sondern ich gehe nur zur Seite und dann nehme ich seine Hand mit. Aber nicht, indem ich jetzt auch die Hand nur zur Seite lehne, sondern ich drehe wieder hier was hin. Gut. Dadurch kommt seine Hand drücken auf und da kann ich hier, sonst wenn ich hier muss, ich nämlich so oben drüber. Und jetzt kann ich sofort meinen Ellenbogen übernehmen und nicht attackieren. Das nächste ist nicht so, dass ich dann diese Position einnehme. Denn da kommt, entgleitet er mir. Wenn ich hier stehe, seht ihr, hat sich bei ihm jetzt gar nichts getan. Jetzt muss ich so rum, jetzt kann ich sofort meinen Ellenbogen nehmen und kann mich sperren. Weil dann so eine Bewegung zustande kommt. Ich gehe hier nur zur Seite. Habt ihr gesehen, wie jetzt sein Körper reagiert hat?
Und falls irgendwas dazwischen kommt, kann ich ihn auch sofort hier in eine andere Richtung ändern. Ich muss immer schauen, die Möglichkeiten, die sich mir eröffnen, dass ich hier anders reagieren kann, als das, was ich ursprünglich vorgesehen habe. Ich muss immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, gibt es immer eine andere Möglichkeit. Deswegen, eins, zwei, drei. Das war eine ganze Fußarbeit bei dieser Technik. Ich muss da nicht groß drehen, aus, rein und wegdrehen, sondern ich versetze nur mit zwei Schritten meine Position. Dann habe ich optimal unter Kontrolle. Eins, zwei, drei. Das ist also meine ganze Bewegung. Ich, und ich habe auch lange Jahre manchmal unheimliche Probleme gehabt, bestimmte Dinge zu sehen. Im Prinzip habe ich nur zwei Lehrer gehabt. Das eine war Locke-Sensei und das andere war Seite-Sensei. Mehr Lehrer von mir konnte ich auch gar nicht verkraften. Ich bin also nicht zu Hunds und Kunst und sonst irgendwo hingefahren. Das hat mich eher dirigiert, als dass es mir persönlich geholfen hat. Und wenn ich natürlich, da ich beruflich sehr viel unterwegs war, gerade in meiner Eigenschaft als hauptamtliche Fachkraft für Arbeitssicherheit, hat es mich natürlich durch die ganze Bundesrepublik dann geführt. Dann habe ich mir natürlich immer meinen Standort so ausgewählt, wo ich übernachten musste und Dojo war. Und da gibt es natürlich in Deutschland sehr vieles und es hat natürlich dann gebracht, dass ich da schon manchmal so einen Einblick hatte in die verschiedenen Praxisen des Aikido. Und ich habe das dann eigentlich wieder sein lassen, so in Dojos zu gehen, die nicht so auf der Linie der Locke-Sensei war. Ja, wie gesagt, das hat mich richtig gestört. Weil ich war mir damit in der Technik noch nicht ganz drin und wenn dann andere Bewegungsbilder noch dazugekommen sind, habe ich das total aus dem Lot gebracht. Also habe ich mich sehr konzentriert darauf. Und ich habe natürlich in dieser Zeit natürlich eine ganze Reihe von Profis und die haben mir in der Zwischenzeit auch sehr viel zugenommen, einfach deswegen, weil viele natürlich Profis als Lehrer haben. Und das Beispiel kann natürlich weitergehen. Das heißt, die Profis sollen sich ihre eigene Konkurrenz schaffen. Und die Profis zeigen nicht alles. Die zeigen nur so viel, dass sie mal ein ganz klein wenig und die müssen nämlich vermitteln, dass sie gebraucht werden. Sonst, wenn ihr klein nicht mehr Geld abwirft, was sie brauchen für ihr Leben, dann wird es schwierig. Also muss man das richtig dosieren. Und das verstehen die verschiedenen Profis, die ich da kennengelernt habe, ganz perfekt. Ja? Machen sich die Leute abhängig. Also seid da ein bisschen gut. Müsst da genau hinschauen. Ne? Die zeigen so, man gibt noch so ein bisschen Hinweis und so. Und dann versucht man die Leute zu kühlen. Und dann müsst ihr hin, dass dann zu einem Paris kommen oder sowas. Und dann, ne, so findet man dann Leute. Müsst da genau hinhören, wo der Tenor liegt. Und das hat mich dann schon sehr gestört. Und das war dann ganz interessanterweise, weil Saito-Sensei, der Locke-Sensei war in der Hinsicht ein Idealist hoch zwei und hat natürlich immer einen gesucht, weil er mit Verwaltungen, Aufbau und Organisation hat es überhaupt nicht gehabt. Da gab es natürlich jemanden in Deutschland, der das sehr gut konnte und das hat er dann auch genutzt. Saito-Sensei war ein ganz anderer Lehrer. Saito-Sensei war auch etwas noch im Gegensatz zu vielen anderen japanischen Lehrern, ja auch so ein Idealist. Und dem ging es gar nicht ums Geld als solches, wobei er schon seine Forderung gestellt hat. Das hat aber mit anderen Dingen zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, so wie wir hier in Deutschland Aikido angeboten bekommen, das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und in Japan betrachtet man das zum Teil wie Diebstahl. Wenn ich wenig gebe für das, was ich bekomme. Das heißt, die Wertigkeitsprinzipien sind hier dann nicht mehr gewährleistet. Die Balance ist nicht mehr gewährleistet. Das ist in Japan ganz wichtig, dass die Balance gewährleistet ist. Das heißt also, wenn man nach Japan geht und im Dojo trainiert, dann muss man ein Geschenk mitbringen. Und das ist äußerst schwierig. Man muss das Richtige nutzen. Und ich habe da auch einige unangenehme Erfahrungen machen müssen. Wir sind einmal zu viert nach Iwawa zum Training fahren. Und Saito-Sensei hat vorher angerufen und sagt, pass Obacht, ich habe da so einen Seniorenkreis, bringt mir so Black-Level-Whisky mit, die trinken wir gerne. Ne? Bringt mir so eine Flasche mit. Das ist toll. Wir sind zu dritt, also kriegen wir da so eine Flasche mit. Da war das stinksauer. Zu viel. Das war zu viel. Jetzt war er in dem Zugzwang, jetzt muss er die Balance herstellen.
Was er rausgehauen hat, er hat drei Suburito-Kern, deswegen bin ich zum Suburito-Kern, also mit Übungsschwert, hat jedem von uns so ein Suburito-Schwert gegeben, jetzt war die Balance wieder hergestellt, jetzt war wieder der Hausfriede da. Und deswegen müsst ihr also in manchen Dingen, vor allen Dingen, wenn es mit Japanern, die Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. Da kann man nämlich ganz gewaltig in die Äpfel treten. Die sagen da nichts, aber sie ziehen sich zurück. Das wird nicht offen, sondern die haben so ihre anderen Methoden. Ne? Und das ist so ein bisschen, was wir natürlich auch beachten sollten. Ein Lehrer, der auf der Matte steht, der gibt seine Freizeit da rein und dann sollte er den also auch ein bisschen entsprechend behandeln. Denn er gibt sein Wissen, das er durch viele Jahre des Übens natürlich angesammelt hat, gibt das so weiter. Das ist seine Freizeit und sein Üben. Und deswegen würde ich also auch empfehlen, nächstes, da werden wir noch ein bisschen mal auf diesem Thema stärker rumreihen. Der Lehrer ist nicht ein Hauptfigur oder sonst irgendwie, sondern er ist ein Sensei auf der Matte. Und er wird als Sensei angesprochen, als Lehrer und nicht mit seinem Vornamen. Weil jemand mit dem Vornamen anspricht, ist es zum Teil eine ziemliche Respektlosigkeit. Vor allen Dingen, wenn er eine Funktion hat. Er gibt euch sein Wissen. Er gibt euch das, was er weiß und kann, an euch weiter. Er handelt ihn also entsprechend. Und das ist in Japan so üblich. Jemand, der etwas weitergibt, ist Sensei angenommen. Sensei ist kein Titel oder Begriff, sondern wir werden einfach so als aus Achtungsgründen so angesprochen. Er ist der Lehrer des Weges, nicht der Technik. Er gibt mehr weiter als nur die Technik. Und das ist ganz wichtig, dass man das also ein bisschen berücksichtigt. So. Dann haben wir mal nicht. Gut. Und wenn er dann von 2,20 Meter Mann ab, kommt er dann nicht mehr hoch. Das kann man also. Und hier muss ich natürlich jetzt achten, denn wenn ich jetzt hier auf ihn zukomme und dann irgendwo abräume, dann verkürze ich ihn in der Distanz, habe ich mal schon, und das kann man nicht gleich abhalten. So, vollkommen vergessen bei mir. Man muss jetzt schauen, dass er hier nicht in diese Idee kommt, mit Sache kennt. Ich muss lernen, meinen Partner oder denjenigen, der mich attackiert, zu kontrollieren. Das heißt, erstes, zweites, jetzt kippe ich das auf, das ist ein kleiner Hebel. Und indem ich jetzt auf ihn zugehe, bringe ich seine Hand, seinen kleinen Finger zu seiner Nase. Da geht nichts mehr. Ich habe den ersten Moment, wo er beginnt, die Distanz zu verkürzen in der Kontrolle. Kleinen Finger zu seiner Nase. Und schon ist die Sache erledigt. Weiter. Es geht immer um Kleinigkeiten. Und das hat natürlich auch die unangenehme Seite, dass diese Kleinigkeit einem beim Training gar nicht so sehr anfällt. Und das ist wie bei den Zauberkünstlern auch. Und das, was wichtig ist, das sehen wir gar nicht. Ja. Das passiert mir hin und wieder so, dass ich sage, jetzt mache ich schon 20 Jahre bei dem Training, aber das habe ich noch nie gesehen. Und dann sage ich, guck, ich mache es seit 20 Jahren so. Ja. Und da bin ich immer ganz verblüfft. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass man natürlich noch versprungen ist mit dem Problem, was man selber getan hat. Das heißt, man ist in dem Moment, wo man dann absitzt, noch gar nicht frei. Man ist noch damit beschäftigt, mit dem, was man gerade getan hat, weil es nicht funktioniert hat. Und das ist so ein bisschen unser Problem, das wir teilweise mit auf der Matte bringen. So, richtig abschalten, ganz offen zu sein, jetzt unabhängig von dem Problem, das wir haben. So.
Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass die Funktion oder die Effizienz oder der Punkt, um den es letzten Endes geht, dass der nur in einem ganz schmalen Bereich funktioniert. Das ist nicht, dass wir so eine Bandbreite haben und dann funktioniert das. Das ist gar nicht so. Das ist wie wenn ich einen Rundfunkempfänger einstelle, um einen guten Ton zu hören, muss ich den ganz exakt auf die Wellenlänge einstellen. Das ist in der Technik genau das Gleiche. Und wir halten hier nicht so ganz so exakt und sauber arbeiten, da ist immer Kita schlecht aufgehoben. Und diejenigen, die in der Lehrerverantwortung sind, müssen sich natürlich darüber im Klaren sein, dass wenn sie da nicht sauber arbeiten genug, dass sie Tausenden oder Hunderten natürlich den Weg verbauen und nicht ordentlich weitergehen. Das ist auch eine Verantwortung, die jemand dann übernimmt, der als Lehrer dann agiert. Ich zeige euch noch einmal das an einem Beispiel, wie Effizienz der exakte Punkt ist. Solange ich vor ihm stehe, in dieser Position, und er macht das einfach nicht, dann muss einfach der Name stabil. Dann kann ich hier arbeiten, so viel ich will, da geht gar nichts. Und ich bin hier absolut in der Kampflinie von ihm. Er hat eine Hand und er hat noch einen Fuß, mit dem er agieren kann. Wenn ich auf 90 Grad gehe, zu seiner Linie, ist genau das Gleiche, da kann ich machen, was ich will, es wird gar nicht gehen. Ich ändere jetzt hier gar nichts, sondern ich ändere meine Fußposition auf 45 Grad. Und das war das Ergebnis davon. Die exakte Position meiner Füße entscheidet darüber, ob die Technik funktioniert oder nicht. Das heißt, ihr müsst euch verabschieden, bloß an eure Hände hier zu denken. Ja? Sondern wenn die Füße nicht mitspielen können, das macht so viel Arbeit, das wird nicht ganz funktionieren. Und dann gleitet man natürlich in einen Bereich hinein, der überhaupt ganz schädlich ist, dass man dann versucht, hier mit Body Power nachzuhelfen. Und solange ich natürlich noch merke, da muss ich so ein bisschen mit meinem Body Power nachhelfen, dann bin ich auf dem falschen Weg oder das ist nicht ganz richtig. Das ist natürlich für diejenigen, die schon als kleine Stöpsel sowieso schon kräftig waren und es gewohnt sind, mit ihrer Körperkraft ein bisschen zu arbeiten, die werden sich da natürlich etwas kleiner schwierig tun, als wenn man von Haus aus schon so ein kleiner Stöpselzierig war. Ich habe ja ein tausendjähriges Reich überstanden, ich weiß, wovon ich rede. Wenn ich als Achtjähriger im Geländespiegel ständig verklopft worden bin, habe ich ihn nicht gefunden. Deswegen fand ich Kampfkünste so gut. Okay, bitte mal probieren, schaut mal, dass ihr den 45 Grad Winkel noch mal rauskommt. Schlechte Position. Wieder das gleiche Grundprinzip. Aber wenn ich so neben dran stehe, stehe ich wie Pik 7 in der Landschaft. Da geht gar nichts mehr. Seine Energie geht dort hinaus, also die ist
synchronisiere mich erstmal mit ihm. Seine ganze Energie hat die Tendenz, auf mich zuzukommen. Auch wenn wir stehen, da ist trotzdem die Gleichung. Und die Hand geht zunächst unmittelbar wie die andere. Mit der bestimme ich die Distanz. Ja, wir müssen wirklich auf eure Krise schauen. Nicht mit dem gesamten Körper ganz so richtig. Und das ist der Unterschied, dass wir immer so, also man muss die Arme bewegen, man muss die Füße bewegen, aber so, es fehlt da irgendwas. Deswegen habe ich meistens in Waching, in der Sportschule in Bayern, mit den Superspezialisten dort mich immer angelegt, weil die dann immer auch sagen, ja, vor jedem Training muss man Aufwärmtraining machen. In Japan steht hier komplett der nächste Kurs, sagt, ja Moment, und wenn es angegriffen ist, sagt, Moment, ich muss mich jetzt aufwärmen. Ja? Dann sagt, die Markierer machen wir eine gesamtheitliche Form. Wir können solche Dinge natürlich einbauen, um ein bisschen Einstimmung. Das ist mehr eine ritualisierte Form der Gymnastik, um die Leute einzustimmen. Aber brauchen tun wir das nicht. In Iwama denkt kein Mensch dran, vorher Gymnastik zu machen. Seitens hat zwar gesagt, wenn jemand meint, er muss es brauchen, dann soll er das bitte vorher machen. Aber wir machen es uns nichts. Jetzt nochmal hier dazu zu den Füßen. Und das ist also genau seitlich, das kann man jetzt auch tun. Und dann stelle ich hier gleich zur Seite. Ende meine Hand nach Bein. Nochmal mit der Hand, die ich hier übernehme, bestimme ich die Distanz. Und mit der Hand führe ich das. Und da ist ein bisschen Spannung drin. Und dann drehe ich eigentlich nur auf das. Also nehmt eure Hände mit, dann seht ihr gleich, ob dann mit dem Oberkörper noch
noch halb steht, wenn er sonst dann eine Waffe in der Hand hat. Ja, deswegen würde ich da schon mal. Zentrumsbewegung auch hier ankommt. Und ihr beschränkt euch drauf, dann kommt ihr nämlich in den Sport rein. Das ist Sport. Hat mit Aikido und Buddha gar nichts zu tun. Das ist pure, ganz ordinär Sport. Ihr müsst euer Zentrum aktivieren. Wer seine Mitte wahrt, der dauert. Wer seine Mitte nicht wahrt, der dauert nicht. Vor 5000 Jahren in China haben sich die Mitte gespielt. Wir sind natürlich so von unserer Logik irgendwo auf Pfade geführt worden, die gar nicht gut sind. Traut eurer Logik, eurer analytischen Logik nicht. Ihr habt zwar einiges ganz Gutes gebracht, aber meistens bringt es uns nicht zur Sache. Am Anfang der Menschheitsgeschichte, ich muss mal in die Schrift der Hochreligion hineinschauen, steht nämlich ein Warnhinweis. Traut eurer Logik nicht. Es wird euch aus dem Paradies vertreiben. Das war so in der jüdischen Tradition der Kampf der Engel im Himmel, wo einer gesagt hat, nämlich der Engel, der als der intelligenteste aller Engel beschrieben wird, sagt, wir wollen sein wie Gott. Und dann haben sie sich geklopft und dann hat man ihn aus dem Himmel rausgeworfen. Er wurde dann so praktisch abstraktiert als das Böse schlechthin. Das war nichts weiteres als am Anfang der Menschheitsgeschichte schon ein Warnhinweis, seid vorsichtig. Und was wir zurzeit erleben, in den letzten Jahrzehnten, ist ein eindeutiger Hinweis. Wir haben unser ganzes Leben, unser ganzes Umfeld auf Logik aufgebaut. Wir haben den Menschen berechenbar gemacht. Wir sprechen nicht mehr von Mitarbeitern, wir sprechen von Punkte oder von Manpower. Und das sind 163 Stunden. Die kann ich berechnen. Und wer dahinter steht, interessiert keinen Menschen mehr. Ihr seid nicht mehr interessant. Ihr seid 163 Arbeitsleistungsstunden, die habt ihr zu erbringen, ob es euch passt oder nicht. Ne? Die vergessen aber eins, dass ich natürlich etwas annehmen kann mit dem Kadaver und als solchen auch ausführen. Da geht nämlich etwas ganz an qualitativer Hinsicht.
deswegen lernt euch, traut eure Linie. Zieht euch zurück auf das, was euch also wirklich ausmacht als Mensch. Und ihr seid verankert in eurer Mitte. Und das ist so etwas, was in die Mitte dazukommt. Wenn ich mir dann bleiben hier immer in diesem Bereich. Das ist mein Arbeitsbereich, da kann ich am optimalsten arbeiten. So sind wir gebaut. So ist unsere Anatomie. Nur hier kann ich optimal arbeiten und deswegen soll ich auch hier alles, was ich tue, so tun, dass es hier in diesem Operationsbereich stattfindet. Zwischen uns, dass wir es zwar wissen, aber es kommt hier nicht an. Das verstärkt uns diese ganze Geschichte. Klappt, dann gehen beide Hände runter. Dann versucht man hier weiter zu arbeiten. Und dann wird es schwieriger. Also man beginnt nicht schon vorher die Übungen auseinander zu klappustern, sondern erst dann, wenn man in der jeweiligen Struktur gut sitzt, gut sitzt, gut sitzt. Und die nächste Form ist, dass wir dann zwei Partner, einer rechts und einer links, nehmen und jeder mit einer Hand dagegen, weil dann der Druck unterschiedlich ist. Jeder drückt ja ein bisschen anders von der Stärke her. Das heißt, es sind also Steps drin, dass man systematisch auch über einen Lernprozess lernt, das Zentrum wirklich unter Kontrolle zu bekommen und das Zentrum stark zu machen. Und nicht nach vorn gehen, sich nicht nach vorn beugen, denn das seht ihr dann, wenn man im Oberkörper nach vorn kommt, was man leicht macht, das ist nichts weiteres als eine mechanische, da muss er sich nicht anstrengen, wenn er nach vorn kommt, dann geht, das ist einfach eine mechanische Funktion, da dieses wichtig ist, du musst ganz gerade sitzen. Sonst lernt man ein Zentrum. Hi, Steve O'Neill.
gar nicht mehr sagen. Nein. So, vielen Dank. Ich weiß. Oh, eine Sekunde. Ist das jetzt neue Weitwinkel? Nein. Mit Kappe oder ohne? Fische. Für jeden Fischer. Für jeden eins, ne? Kennt das schon. Dankeschön. Alles klar. Vielen Dank. Zeit, wo wir zusammen sind. Also für die Downrings ist das noch einmal eine Erinnerung, dass es mehr gibt als nur die sonst üblich gepflogenen und liebgewordenen Bewegungen oder Techniken, sondern dass wir ein ganz schönes Paket zu bewältigen haben. Und das ist ja zweifach schwierig. Einmal auf der Seite des Taijutsu, der Körperformen, und das andere natürlich in den Waffenformen. Das heißt, auf der Linie des Takemusu haben wir also mehr zu praktizieren und zu beherrschen, als wie das sonst allgemein üblich ist in Aikido. Und denkt daran, die Waffen erziehen euch zu ganz bestimmten Körperhaltungen und helfen euch auch, die Körpertechniken besser zu verstehen. Denn die Wurzel zu den Körperformen liegt im Schwert. Das Schwert ist die Schlüsselposition zum besseren und zum tieferen Verständnis unserer Formen. Denn sie wurden von den Samurai entwickelt, wenn sie zu bestimmten Gelegenheiten kein Schwert tragen durften, aber von einem Schwertträger attackiert worden sind. Um sich gegen einen Schwertträger zu wehren, haben sie natürlich ihre Kenntnisse aus dem Schwertkunst auch benutzt. Deswegen spricht man dann im Aikido, dass ich die Hand im Schwert einsetze. Nur dann muss ich wissen, wie das Schwert funktioniert oder wie ich mit dem Schwert umgehe. Es reden sehr viele im Aikido von Tekatana, so heißt es auf Japanisch, die Hand wird zum Schwert. Nur wenn ich nicht weiß, wie die japanische Waffe geführt wird, die Katana. Die Katana ist nichts weiteres als ein großes Brotmesser. Das heißt also, bei uns, in unserer Tradition, ist ein Schwert eine Hieb- und Stichwaffe. Da wird draufgehaut und ist dann zum Schluss eine panzerbrechende Waffe geworden. Ja, weil der Gegner, die passive Form, die Rüstungen, die wurden immer stärker und die waren dann später so stark, dass sie praktisch nicht mehr zu knacken waren. Da hat man so einen Dosenöffner sonst gebraucht. Das haben natürlich dann vor allen Dingen die Italiener rausgekriegt, dass so ein Ritter in seiner Eisenrüstung sehr unbeweglich war. Deswegen haben die dann nur noch einen Lederwams angezogen und dann ein Rapier entwickelt. Das war ein Rundolf. Da sind in aller Ruhe um den Ritter rumgegangen, haben eine Lücke gesucht und dann haben sie einen Rundolf reingeschoben. Und da könnt ihr dann sehen, dass also in so einer Rüstungsgeschichte die ganz schweren Rüstungen schlagartig verschwunden sind. Und was noch dazu kommt, das ist so unsere Mentalität. Wir versuchen nicht uns selber zu ändern, sondern wir versuchen das Umfeld um uns zu verändern. Das sieht man in der Waffengeschichte ganz klar, wir haben ständig die Waffen verändert. Aus irgendeinem Scharfen ist dann ein Dolch, ein Schwert, ist der Bogen, ist die Armbrust entstanden, aus der Armbrust ist ein Gewehr entstanden, aus dem Gewehr ist eine Kanone entstanden, aus der Kanone sind die Raketen entstanden. Wir haben immer die Waffen verändert. Wir selber haben uns nicht verändert. Die Japaner und die Asiaten gehen andere Wege. Die sagen, die Waffe ist schon in Ordnung. Wer nicht in Ordnung ist, bin ich. Ich muss mich verbessern, ich muss besser werden. Dann beherrsche ich die Waffe anders. Und da liegt also der Knackpunkt an der unterschiedlichen Interpretation und Praxis. Asiaten sind mehr pragmatisch und wir sind mehr so die Theoretiker. Wir geben uns mit einer Theorie zufrieden. Ne? Ob sie sinnig ist oder nicht sinnig, ist zunächst uninteressant. Ne? Und das sieht man dann vor allen Dingen in unserem Vorschriftenwerk, was wird nicht alles bei uns reglementiert. Und das hat er dann auch gesehen, wie das manchmal auch für Deutsche etwas blamabel ist, wenn man dann in internationalen Kongressen sich vornehm zurückhält, sagt, die müssen ja unsere Formen annehmen. Das haben sie nicht gemacht. Das zeigt sich also praktisch im Bereich Arbeitssicherheit, als das dann europäisiert worden ist, hat man von deutscher Seite gesagt, wir haben ein tolles System. Arbeitssicherheit. Das müssen die übernehmen. Die Franzosen und die Italiener haben gesagt, immer übernehmen nicht. Weil sie nämlich einerseits im Förderbereich waren die Franzosen besser und in der Lebensmittelherstellung waren die Italiener besser.
Ne? Das hat sich dann dabei herausgestellt. Das nur so ein bisschen als kleiner Hinweis, um uns selber auch einschätzen zu können in unseren Grundreaktionen. Okay, bisschen Einstimmung, Gymnastik. Wir müssen uns eigene Möglichkeiten machen. Nur noch einmal an, kann ich setze den Hinterfuß nach. Ich bleibe nicht so stehen. In diesem Moment bin ich eingefroren, bin ich fixiert. Und ich kann mich nicht und jetzt auch Stopp wieder bewegen. Ich muss also hier den Fuß nachsetzen. Veränderung bedeutet immer, ich gehe sofort wieder in nach Handeln. Das haben nicht nur die Asiaten oder die Japaner erfunden, das haben wir in Europa auch. Ich komme aus dem Fechten, da haben wir genau die gleiche Position. Also in den Kampfkünsten kommen wir uns immer näher. Weil dort geht es um Leben und Tod und da arbeitet man, die effiziente Form zu entwickeln. Weil das garantiert mir mal weitgehend Überleben. Und das ist auch ganz interessant, die Geschichte sagt im Moment, was mich auch so anmerkt, dass es fasziniert hat. Da kann man es auf kurzer Sache. Hier nochmal das Land. Hier. Eins. Das heißt, ich synchronisiere mich hier mit eins. Und da kann ich auch kurz, wenn ich hier reingehe, dann kollidiert es. Ich muss mich erst ein bisschen mit seiner Kraft, mit dem Fuß seiner Kraft, in die Übereinstimmung bringen. Und dann kann ich da weiter abgehen. Einatmen und aus. Weiter aus. Seine Hand an einem Punkt, wo seine Kraft des Schlages noch sehr schwach ist. Und zweite Atem nicht zu seiner Körperung. Und dann mit einer koordinierten Ausatmung verbunden. Das ist Angriffsform. Jemand hält sich fest, um mich dann zu attackieren. Und ich drehe hier nur ein. Heidos. Man muss ja halt mal die Angriffskraft da. Dann später geht es sehr schnell.
hier an meine Hand rein. Die zweite Hand kommt dann gleich drauf. Wenn ich nur hier bin, kann er Faust machen, kann ich sofort verdienen. Deswegen werden wir das jetzt aber nicht hier runterholen, sondern eins aus dem Punkt heraus gleich blockieren. Und hier richtig reinfallen lassen. Weiter. Das heißt nicht Chio machen. Chio ist Salz. Das ist kein Salzwurf, sondern Wurf nach vier Ecken. So ist die wörtliche Übersetzung. Das bedeutet aber nicht vier Ecken, wie das dann so manche sagen. In diese Ecke. Es gibt dann Leute, die dann als Lehrer natürlich auch Sprachfehler machen. Das sagen dann in diese vier Ecken, in diese vier Ecken, dann haben seine Schüler dann nachher im Bauplanier. Er sagt, unser Lehrer hat einen Durchschnitt 16 Ecken. Ja. Das ist nicht so, das ist auch nicht so gemeint, wie wir in unserer Unbedarftheit und in Unkenntnissen der japanischen Sprache, sondern das ist nur eine Umschreibung und bedeutet in alle Richtungen. Nicht mehr, und da wird dann konstruiert, da muss ich den ja, wenn von der Position in diese Ecke, na, da tue ich mir aber schon ganz schön schwer. Ja? Oder in diese Ecke, ich stehe in dieser, das ist nicht die Idee. Sondern bedeutet sprachlich, weil das in alle, nach allen Richtungen. Und dann wird es natürlich schon etwas einfacher. Das nur noch einmal zum Shicho, Viereckig, oder wird nach allen Seiten. Und jetzt kann ich hier einfach. Menschen in dieser Weise kommt. Ihr müsst hier ein bisschen auf ihn zudrehen. Das fällt er fast von allein. Ein korrekter Shionage ist nicht so,
Warmhose. Jetzt haben wir die Jacke. Wenn ich die Schienenlage mache, dann bin ich, wenn ich hier stehen bleibe und er ist größer, dann habe ich ganz schlechte Karten. Ich muss hier noch einmal auf mich ihn zudrehen und das nach dieser Hand übertragen. Seht allein schon mit dieser Bewegung, ohne dass ich was gemacht habe, ist er schon automatisch in der Rückenlage angekommen. Das heißt, meine Endposition bei einem korrekten Schienenlage wäre dann so, dass es zu seiner Linie im rechten Winkel aber nicht passiert. Dann womöglich noch mit einer Hand, das könnt ihr vergessen. Der wird deswegen als Schwertgurt auch bezeichnet, weil ich zugreife, als wenn seine Hand der Griff eines Schwertes ist. Und das bedeutet, er steht nicht da, sondern er steht da, also wende ich mich meinem Partner wieder zu. Erst dann wird es zur Effizienz, und sonst könnt ihr das andere könnt ihr vergessen. Und ihr müsst immer davon ausgehen, es ist egal, wie lang, wie groß oder wie dick, wie dünn der ist, die muss immer funktionieren. Man muss also den Weg wählen, der hier das Optimale zur Verfügung stellt. Haben Sie mal ganz kurz? Man muss hier bei Ihnen natürlich ein bisschen größer arbeiten, aufgrund seiner. Also, beim Tränken zum Schluss schaue ich in seinen Rücken rein. Und dort sehen wir uns dann mittwochs mit einem ganz kleinen Kreis von maximal 4 zurück und dann loten wir die Technik aus bis zum geht nicht mehr. Also dann kommen nicht 5-6 Techniken, das sind 8. Und dann nehmen wir uns nur eine vor oder maximal 2. Na gucken wir mal. Dass wir wirklich die letzten Feinheiten rauskitzeln können. Und das ist natürlich so, da muss man ein bisschen detailverliebt sein und das dann so ein Training zu überdauern. Wir machen nur eine Stunde. Das ist in Japan die normale Trainingszeit, eine Stunde nicht mehr. Weil als wir 87 zum ersten Mal zu 6 in Iwama waren, war ich auch ganz überrascht, wir waren nur bis 1,5 Stunden geworden. Manche, die machen noch 2 oder 3 Stunden Training, was absoluter Schluss ist, einfach aus der Erfahrung. Wir haben nur eine bestimmte Möglichkeit zu speichern. Und alles, und das 1,5 Stunden ist gar die maximale Grenze. Alles, was darüber hinausgeht, ist wie ein Radiergummi. Das radiert alles, was vorher ist, vorher aus. Aus eurem Gedächtnis. Glaubt nicht, wenn ihr dann 2-3 Stunden aneinander trainiert, dass es optimal ist. Es ist es nicht. Weil ich habe das schon so etliche Male gemacht, vor allem einige Tage zusammen zu trainieren, da hinterfrage ich, was hast du jetzt kapiert? Dann hat sich das nämlich genau bestätigt. Das, was dann am Anfang des Trainings war, weg. Und wenn dann einer von meinen Leuten in Fürth natürlich irgendwo bei einem Seminar zeigt, was habt ihr denn gemacht? Dann sagt er, du, Fritz, was haben wir denn gemacht? Dann waren die 2,5 Tage irgendwo auf Seminar und wissen nicht mehr, was sie gemacht haben. Haben sie Geld ausgegeben, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn er dann noch jemand fragt, was haben wir denn gemacht? Nicht auch daheim bleiben können. Fernsehen gucken können. Na? Dann ist was nicht in Ordnung, wenn man eigentlich so wenig mit nach Hause nimmt, um dann zu sagen, ja, da war ich ja auch da. Ne? Und das war auch eine Überraschung. Das Training in Iwama ist äußerst konzentriert. In einem länger als eine Stunde hätte man es auch nicht ausgehalten. Bei dem Aikido ist es nicht so sehr eine Belastung des Körpers als von der Konzentration. Und unsere Konzentration erschöpft sich viel schneller als unser Körper. Und das vergessen wir ganz, weil wir immer so stark auf unseren Körper hören. Nochmal, der Körper ist ein Gefäß, in dem etwas anderes drin ist. Und dieses etwas andere reagiert anders. Es funktioniert anders. Und das müsst ihr so langsam Stück für Stück einbauen. Das ist auch heute so, in Japan eine Stunde, nicht mehr. Und dann macht man eine bestimmte Pause dazwischen, dann wieder eine Stunde, aber auch nicht mehr. In Iwama sind es nur 2 Mal am Tag. Am Vormittag und am späten Nachmittag. Vormittag Waffen, draußen, Nachmittag Taijutsu. Also das ist in Japan so der übliche Trainingsrhythmus.
zu bestimmten Formen. Die Formen haben eine bestimmte Bezeichnung durch Shito und Nage. Nage bedeutet Wurf. Das ist also keine Bodenverhebung, auch wenn wir es in Kihon drin haben. Das hat Saito Sensei nur eingebaut, einfach deswegen. Normalerweise ist das eine Variation, um die Führung zu optimieren. Und das ist beim Kodageshi genauso. Die Formen werden also benannt. Irimi Nage ist eine Form, die kann ich nur Irimi ausführen. Nicht anders. Weil es heißt Irimi Nage, es sagt die Bezeichnung schon. Ich kann natürlich da was hineinkonstruieren. Koshinage ist eine Wurfform. Das sagt die Technik schon. Also muss man immer genau sagen, was die Japaner. Die Japaner sagen nur das. Ne? Kampai Beispiel, um die japanische Sprache. Kampai übersetzen wir mit Brust. Japanisch heißt es aber Schälchen austrocknen. Ne? Und guten Appetit sagen die nicht, sagen, ich bemühe mich jetzt, das Essen zu beginnen. Ne? Also sagen wir mal exakt das, was sie dann jetzt vorhaben. Und das bestätigt mein Name. Okay. Sondern lasst es einfach mal sehen. Schaut, dass er nur die Ellenbogen genau übereinander bekommt. Sind von eminenter Bedeutung. Da ist eine Konfliktsituation. Aber wenn ich eingehe und drehe dabei die Hand, wird eine ganz andere Dominanz ausgeübt. Und das ist auch das Ziel, bei minimal von größter Bedeutung, dass ich von hier aus jetzt handliche Wunden bringe. Wenn ich hier das lasse und gehe dann nur rein, dann kollidiert es. Und in dem Moment, wo ich die Hand drehe, ist hier eine nach oben strebende Bewegung, die ihn dann aus der Balance bringt. Also deswegen gehen wir mal mit Heidosu. Also was die größte Überraschung war, in Japan, als ich dort dann anfing zu trainieren, war, dass Saito-Sensei nicht einen einzigen Fehler zugelassen hat, er hat gleich zum Maulen angefangen. Das ist berühmtes Wort, das hat er jeden Tag gesagt. Ein Wort müsst ihr euch merken, Dame. Das heißt der Böse, es ist von geringem Wert, das heißt die vornehmende Besetzung. Ja.
Man hat aber schlagartig das Training, man hat dann gesagt, ist das Training schlagartig abgebrochen. Das Ibaba-Dojo ist nicht groß, da kann man nicht sagen, ich verrolle mich mal da in der Ecke. Das ist 9 auf 11 Meter, da kann man es auch nicht verrollen. Und er hat jeden Fehler gesehen. Wenn er rauskommt, jetzt zeigen wir sitzen da, die sechsten Bahn, die fünften Bahn, die vierten Bahn und das ganze übrige Fußvolk. Und alle guten Bahn. Bitte zeigen. Also er zeigt das noch einmal. Bitte jetzt machen. Und wehe, der macht das nicht. Das sieht es tut ihm richtig weh, der hat es nicht verstanden. Warum versteht er das nicht? Ne? Das bringt es selber richtig. Ne? Da kann man doch schon ganz fruchtig werden, wenn man das zweite Mal aufmacht. Schafft, ne? Patrick, der war, eigentlich musste der, das wissen, der war schon 2 Jahre in Wanne. Und er hat gesagt, sowas ist das. Man kann so einfach ihre Nagel so die Hand drauflegen. Nein, der Ellenbogen liegt da drin, nicht den Daumen drauf. Hat ihn aber richtig fertig gemacht. Er sagt, raus! Sowas ist weiter dran, er soll seinen Hacker mal ausziehen. Ne? Der konnte dann schon ganz schön massiv werden, wenn er gesehen, der ist sowas von Stupi, der müsste das wissen nach so langer Zeit. Und es geht ihm nicht darum, den jetzt halt bloßzustellen, sondern ihm zu helfen, dass er es richtig lernt. Weil er sagt, hier werden Lehrer erzogen, hier werden Lehrer ausgebildet und wenn ihr Fehler macht, machen hunderte von Aikido-Karten zum Leben, der wird weiter tradiert. Meistens sind es Fehler, die viel schneller die Runde machen, als wie das was. Deswegen hat er als auch immer dagegen gewettert, wenn die Leute dann beim Training fotografiert haben, hat er gesagt, dann werden meistens die Fehler aufgenommen. Ja? Als ein Erdkind oder Kameraleiter, der hat teilweise keine Ahnung. Ja? Und ich sage, ach, was macht denn der da? Er wollte gerade so erklären, warum das falsch ist und so nicht gehen kann. Ja, wenn er dann aus Australien kam und hat dann da gesehen und sagt, ah, das war sowas von schlimm, was die da gemacht haben, dann musste die ganze Iwama-Gemeinde, die musste dann, das hat er gezeigt, wie die das falsch machen. Dann mussten die ganzen Uchideshi das zunächst mal falsch machen. Und wenn die das dann falsch gemacht haben, dann hat er gezeigt, warum das falsch ist und jetzt muss man es richtig machen. Und dann wurde das erst richtig gemacht. Und wenn er in der Zwischenzeit abgereist ist, dann hat er mit falschen Informationen natürlich seine Heimreise angetreten. Und deswegen kommen dann manchmal so ganz merkwürdige Einschätzungen unterschiedlicher Art zustande. Das ist liegt in der Natur der Sache. So, Irminage bedeutet also, dass es so, das ist so, ich kann nach dahin und dann fühle ich nach zunächst aus. Normalerweise greife ich mit Kiemann in die Jacke und bringe den Kopf zur Schule. Ich habe mein Handy aber nach dieser Seite ausgestreckt. Und dann bringe ich meine Schüler da hin und dann kommt erst der Arm verschwebt nach. Und jetzt bin ich in das ein Team. Wenn ich das korrekt machen will, Irminage, dann muss ich die Grundform, die Basisform korrekt machen. Ich gehe dahin und die Hand geht nicht runter, was die meisten machen. Weil wenn ich die runter mache, stabilisiere ich ihn. Das hier, das ist schon aus dem Lot. Das heißt, dass seine Energie aufgrund der Hand sowieso nach vorne geht. Ich passe mich also zunächst seinem Energiefluss an. Und dann kommt das zustande. Mein Handy geht nach dorthin. Schulter kommt, das ist eine Verhebung meiner Schulter mit seinem Kopf. Und dann wandert es. Und jetzt kommt. Also das ist die Grundform für Irminage. Und wenn wir das jetzt das hinausgleichen, das geht nach Kata. Ich greife mich gern, ich sage es ganz deutlich, in das Revier rein. Im Ernstfall hat vielleicht der Angreifer ein T-Shirt. Und weil das gewohnt sei, greift er dann in das T-Shirt und macht, mir könnt ihr nicht mehr fühlen. Aber was er hat, das nimmt sein Kopf. Ich steuere also seinen Kopf. Und dann muss ich mich nachher umdenken, ach so, ich muss das. Und da kann es natürlich Probleme geben. Also kann ich runter, und dann nehme ich nur 2 Finger an sein Ohrwaschel hier und dann den Kopf ziehen. 1. Das ist schon mal meine Schulter.
Und wir reden hier mit meiner Hand, geht weit nach hinten, damit die Schulter betont wird, dass ich meinen Kopf ganz eng mit meiner... Und dann bringe ich die Schulter nach vorne und dann kommt erst die Hand etwas verspätet nach. Schon meine Hand hier in die Position gebracht und bringe ihn dann nach vorne. Das heißt, da fließen dann die ganzen Formen schon ineinander hinein, ohne dass ich dann nochmal extra Umsetzungsmöglichkeiten brauche. Sie sehen, in dem Moment, wo ich die Schulter, ist er sofort in die Rückenlage gekommen. Was er wieder ungefähr eine Ahnung hat, was also mit Menuchi alles an Möglichkeit gegeben ist. Nochmal, Menuchi bedeutet ja, ich bin ja mal fixiert hier an einer Stelle. Das bedeutet aber, ich bin nur hier fixiert. Ansonsten kann ich mich frei bewegen. Das ist eine der ganz wichtigen Dinge, die wir in Aikido lernen müssen. Egal wie er mich fasst, ich bin nur an dieser Stelle gefasst und ansonsten kann ich mich frei bewegen. Und das ist etwas, was also bei uns absolut richtig ganz tief verankert werden muss, dass wir eigentlich nur an diesem Punkt. Ist egal, ob er mich jetzt an der Hand hält oder an der Schulter oder ob er mich auch mit einem Stoß oder mit einem Schlag irgendwie attackiert. Ich bin nur an diesem Punkt praktisch ansprechbar. Ansonsten kann ich mich frei bewegen. Im Judo ist es anders, im Judo sind ganz bestimmte Griffe nicht erlaubt, deswegen ist das ganz anders. Im Judo ist auch als Sport konzipiert, auch wenn die gern von Judo sprechen, das ist aber nicht ganz korrekt. Es gibt eine Publikation, so aus den 60er Jahren von der japanischen Botschaft, die haben wir damals in Zeitschrift rausgegeben, monatlich Japan im Spiegel. Und da ist die Geschichte der Entwicklung des Judo entstanden. Kano-sensei war praktisch ein Schüler von Professor Behls, der damals nach Japan beordert worden ist, weil Japan den König Wilhelm um Unterstützung gebeten hat, um die medizinische Fakultät in Japan zu begründen. Und der Professor Beetz, als er nach Japan kam, hat er dann festgestellt, dass die japanische Bevölkerung gesundheitsmäßig gar nicht gut da ist. Ne? Und es war ja so, dass 1815 sind die ersten Turnvereine in Deutschland aufgrund der Idee vom Turnvater Jahn gegründet worden. Und er hat dann seinen Studenten gesagt, die Idee des Sportes ist allgemein, die Gesundheit in der Bevölkerung, bei den normalen Leuten, zu stabilisieren. Und er war so klug, dass er nicht gesagt hat, wir übernehmen das Sportsystem Deutschland direkt nach Japan. Sondern er hat seinen Studenten gesagt, in Japan überlegt mal, ob bei euch in eurer Historie Möglichkeiten sind, so etwas in einer sportlichen Formversion umzulenken. Und Kano, der zu seinen Studenten zählte, kam aus einem Familiensystem des Kitoryu, oder Kitojutsu, und er hat natürlich dann dort die gefährlichen Griffe rausgenommen und so entstand also Judo. Aufgrund der Anregung von Professor Behls. Also direkt, indirekt war ein Deutscher der Auslöser, der so entstanden ist. Das ist also praktisch von daher gesehen als Sport konzipiert worden. Auf Basis von japanischen Judo- oder Kampfkünsten. Das heißt, im Grunde kommt nur, dass es eben manchmal Verflechtungen zustande kommen, die eben so nicht entstehen. Jetzt kommt ja die Kopf, oder? Ihr müsst euer Zentrum bewegen, das wirft. Wenn wir im Schwert üben, machen wir auch nicht solche Bewegungen. Nochmal, das Üben mit dem Schwert erzieht uns zu ganz bestimmten Dingen. Da muss ich mein Zentrum bewegen, weil es anders gar nicht geht. Und deswegen haben die Waffen also eine ganz große Bedeutung.
dass ich hier, ich mache das auch nicht zu. So, ey, und der Impuls kommt und der rast dann durch das Schwerpunkt von, ey. Also, das geht gar nicht, weil da kann ich schlecht führen. Ne? Und natürlich ist es so, dass der Samurai natürlich das Schwert hier im Gürtel hatte und er konnte also dann auch nicht erst lange ziehen und dann in Position gehen. Das ist so typisch dann japanischer. Er ist natürlich marschiert und jetzt wird es brenzlig. Dann hat er mal mit der Hand erst hochgegriffen zu der Tsuba. Deswegen haben die Japaner so einen Samurai sehr genau beobachtet. Solange er marschiert ist, war er ja noch friedlich. Aber sobald er die Hand hochkommt, dann war das nicht in Ordnung. Das nächste war, dass er dann mit dem Daumen, wenn er den hinter die Tsuba genommen hat, dann wird es brenzlig. Und mit dem Daumen hat er dann die Waffe raus und gleichzeitig gezogen. Das war eine Bewegung, nicht zwei. Das heißt, das Schwert wird gezogen und der tödliche Schnitt wird geführt. Und das ist das Grundprinzip aller japanischen Kampfkünste. Das Schwert wird gezogen, der tödliche Schnitt wird geführt und aus. Und als Feierabend ist die ultimate Lösung. Dann bauen sie aber vorsichtshalber noch eine zweite Möglichkeit an. Und der wird übersetzt, der Schlag der Barmherzigkeit. Sollte der erste Schlag, der erste Schnitt nicht absolut tödlich sein, sondern er ist nur schwer verletzt, möchte man nicht, dass er krepiert. Unter fürchterlichen Schmerzen. Deswegen vollendet man dann das Ganze. Nicht? Um zu vermeiden, dass er dann unter Schmerzen die Würde als Mensch verliert. Ja? Gehen durchaus, dass sie in solchen Situationen Glück hatten, dass sie da lebend rausgekommen sind. Also es nur noch einmal, nicht das draus, Position gehen und dann geht es sehr gut los. Das wäre so ein bisschen unsere Art und Weise. Nein, eine Bewegung, das ist Feierabend. Und so ungefähr müssen wir uns also auch, wenn man Aikido-Technik übt, langsam in diese Idee, in diese Art der Abfolge hineinbegeben. Eine. Das heißt, wir machen das zunächst in Steps. Solange wir in dem Anfängerbereich drin sind, machen wir das Step by Step by Step. Und dann in der Weiterführung verbinden wir diese Steps langsam miteinander. Wir verdichten diese Steps und klammern immer Stück für Stück aus. Und im Darmbereich wird es dann zu einer fließenden Bewegung Stück für Stück weiterentwickelt. Bis zum dritten Darm ist es immer noch Schülergrad, so auf der höheren Ebene. So wie dann auch Zellenbriefe oder Zellen in den Handwerken sind noch nicht fertig. Sondern die müssen jetzt erst die Erfahrung, die sie als Lehrlinge gelernt haben, erst perfektionieren. Lernen, es ihnen wirklich tief anzubringen. Und so ähnlich sind also auch die Prozesse im Umgang Aikido zu lernen. Und da kann ich variieren. Hi, Dose, bitte sehen. Ich darf noch nicht variieren. Thank you.
zu verändern. Hört auf, sondern beginnt wieder neu. Sonst gewöhnt er an, euch immer so Bastelei zu machen. Wenn es nicht funktioniert, aufhören, neu beginnen und dann besser machen. Das ist also so ein bisschen ein Rat, um wirklich noch, sonst beginnt man immer wieder irgendwo, wenn es nicht funktioniert. Und ihr habt im Ernstfall nicht die Zeit, Korrekturen einzuführen. Und das muss uns auch so ein bisschen ganz klar sein. Aufhören, neu beginnen. Das ist ganz wichtig. Sonst kommt man in so eine Verhaltensweise rein und die Möglichkeit habt den Ernstfall nicht. Gut. Und da das Zentrum, ihr habt schon gemerkt, ich muss immer ein bisschen stark mit meinem Zentrum arbeiten. Ich habe es nochmal am Schwert bedeutet. Das gibt mir das Signal, wie ich mit dem Zentrum arbeiten muss. Und das wird manchmal das Zentrum etwas mehr aktivieren. So, er versucht stehen zu bleiben und ich will dann nach drüben hin und dann muss ich das überwinden. Und dann bin ich nicht in diese Position, wo ich mit meinen Beinen müssen arbeiten, sondern ich aktiviere mein Zentrum. Ich stehe. Also jetzt muss ich natürlich eine ganz bestimmte Körperhaltung einnehmen. Ich muss nicht viel haben. Da drüben steht einer und der hat hier einen Strick und der zieht mich rüber. Das heißt, ihr müsst jetzt euer Zentrum einstecken und dann, und wenn ihr Bilder seht von den Samurai, das sind nämlich so gelaufen. Richtig in der Mitte verankert. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt von verschiedenen Persönlichkeiten Bilder. Und da muss man sagen, was macht das aus, wenn man sagt, das ist eine Persönlichkeit? Was ist das Kriterium? Das kann keiner so gescheit richtig definieren. Aber das ist etwas, was sich uns unmittelbar mitteilt. Ja? Es gibt ein Bild von de Gaulle und von Adenauer. Bei den ersten Treffen stehen die nebeneinander. Wir haben im Oktober praktisch in Hafen, so zum ersten Mal hier, beim Kandidatenverband-Seminar. Ich habe da schon Reklame gesehen. Da steht so ein Bahnseminar drauf. Das heißt nicht, dass da nur Damen sind dürfen. Wer Zeit hat, kann durchaus als Geographis zunächst gestehen auch drauf auf der ganzen Seite. Durchaus ist ein paar Tage Zeit, wo man dann also auch gerade aus den Geographen und natürlich mit Hochgraduierten auch trainieren kann. Das kann natürlich auch sehr hilfreich sein und zum anderen ist es auch für die Danrings immer mal wieder gut, sich mit Beginners oder mit Leuten, die noch nicht so weit sind, auseinanderzusetzen, weil wir ein Problem haben. Und ihr seht schon, dass wir vor allen Dingen mit Angriffsstrukturen uns schwer tun. Das ist nicht unser Ding. Jeder, der so sich dem Aikido zuwendet, ist eigentlich im Innersten recht, sanft würde ich nicht sagen, aber jemand, der sehr eher zurückhaltender ist, als dass er eine offensivere Struktur einnimmt. Auch deswegen, wir haben ja keine Wettkämpfe und wir lehnen halt das auch ganz konsequent ab. Weil der Ursprung war ein anderer. Der Begründer hat ganz klar, hat sich ja mit sehr vielen Kampfkünsten in Japan beschäftigt und durch dann persönliche Erfahrungen hat er dann festgestellt, naja, der Klopfe ließ sich immer ständig und jeder will wissen, ob er besser ist als der andere. Und wenn er dann solche Kampffilme sieht, wie aus dem Kung Fu, da gibt es also einen bekannten berühmten Meister, da kommt so ein junger Sprung und sehen, ob der wirklich so gut ist. Und da der so berühmte Meister sich in der Zwischenzeit ein bisschen also auf die bequeme Seite gesetzt hat, kriegt er natürlich dann volle Dresche ab. Weil er nicht mehr den Power hat und auch nicht mehr den Blick und auch nicht mehr den Biss wie so ein Junger. Und dann ist der Jünger, der den also richtig mal. Dann bleibt plötzlich den Schülern dieses Meisters nichts übrig, um die Ehre ihres Meisters wieder herzuklopfen, die wieder denke ich Jünger, der ihren Meister geklopft hat. Alles irgendwie ist es abartig. Und der Begründer hat das mal in Worte gefasst, der hat gesagt, wenn Kampf immer wieder Kampf hervorbringt, dann müssen wir nach langer, vieltausendjähriger Menschheitsgeschichte darüber nachdenken und diesen Zyklus unterbrechen. Wir müssen allerdings so realistisch sein, dass es immer Leute gibt, die uns attackieren. Und es genügt, gegen die sich zur Wehr zu setzen. Aber nicht so, indem ich ihn vernichte, sondern dass ich ihm die Möglichkeit gebe, in einen freundschaftlichen Dialog einzutreten. Das setzt also einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selber, wie wir uns entwickeln.
nicht sich sofort auf die aggressive Ebene eines Angriffers runterziehen zu lassen. Und deswegen antworten wir auch nicht sofort, wenn uns jemand attackiert, dann zeige ich es dem und dann gehen wir erstmal zur Seite und lassen den an uns vorbei. Aber wie er da ankommt, da reden wir ein bisschen mit. Nicht? Dann sagt ihr, das ist in der Hinsicht ein ganz cleveres System. Wir machen zunächst immer die Kampflinie frei. Wir begeben uns in einen Bereich, der sicher ist. Und aus diesem Bereich heraus, vielleicht hat er es verstanden. Wenn er es nicht verstanden hat, dann muss ich vielleicht bei den nächsten 5 Minuten muss ich sehr deutlich werden. Aber nicht glauben, wenn ich da eine unendliche Kette von Angriffen und Verteidigung, Angriffen und Verteidigung, auf diesem, wenn ich mich auf dieser Ebene gebe, habe ich schon verloren. Denn da gibt es Spezialisten. Das heißt, ich kann so etwas nicht lange hinsehen. Ich muss das sofort, ich sage, der Schwert kommt raus und der tödliche Schnitt wird, es ist aus. Was ich lernen muss, das ist, dass ich mir Respekt verschaffe. Und das ist ein Prozess, durch kontinuierliches Training im Aikido wächst langsam in mir eine ganz bestimmte innere Haltung. Die prägt mein Auftreten und Respekt ist etwas mit Auftreten verbunden. Wenn jemand schon gleich so eine Opferhaltung einbringt, dann nehme ich auf, das wissen wir aus Konfliktforschungen, dass diejenigen, die nämlich da meistens niedergeschlagen werden, das sind so Opfertypen, ziehen dann manche geradezu an. Aber das sagt, also mit mir nicht. Es war ganz interessant, dass also so eine Oma mit 65 Jahren, da war so ein Bandüberfall, die sind gerade rausgekommen, hat die ihre Taschen genommen, hat die den in die Ohren gekarrt. Und dann haben die Beute fallen lassen und sind abgehauen. Und die anderen sind alle in den Ausgängen verschwunden. Das hat mit Auftreten zu tun. Ja? Mit Respekt. Und das ist etwas, was wachsen muss. Ne? Wir gewinnen durch dieses Training eine gewisse, langsam Stück für Stück wachsendes Selbstvertrauen. Und das ist das, was wir ganz wesentlich aus dem Training heraus, wir wollen nicht hoffen, dass wir jemals in die Situation kommen, aber wir sollten daran arbeiten, an diesen uns angelegten Fähigkeiten voll zu entwickeln, Körper und Geist wirklich absolut in Einklang zu bringen. Denn da liegt meistens das Problem begründet. Ich habe natürlich gerade durch meine Lehrtätigkeit natürlich Kontakt auch zu kirchlichen Kreisen und ich sehe natürlich dann, welche Leute dorthin kommen, um sich mal, weil sie nicht wissen, wo es hingeht und wie sieht es aus, um sich zur Ruhe zu begeben oder mal mit sich selber klar zu kommen. Und wenn dann da 24-Jährige, die schon jammern, dass sie ein Burnout haben, dann denke ich, irgendwas ist krank in unserer Gesellschaft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bevor die überhaupt schon anfangen, sind die schon kaputt. Da stimmt was nicht. Und da natürlich ist sicher noch andere, wo wir jetzt sagen können, da können wir konkret, und wir können das nur selber tun für uns. Das kann niemand anders tun. Wir können das nur selber tun. Deswegen wünsche ich euch weiterhin ein bisschen Spaß und Freude auf dem Weg des Aikido. Okay, dann möchte ich damit das Seminar beschließen. Bis dann. Gracias.